Herren, ich danke schön für diesen Besuch. Ich habe gar nicht gerechnet um die Zeit an einem Sonntag um 14 Uhr, wo die meisten ja Mittagsschlafen machen. Aber vielleicht sind schon einige Läufer vom Wien-Marathon da. Ich freue mich natürlich besonders. Vorstellen, glaube ich, brauche ich mich nicht. Es ist ja heute ein erweitertes Grenzchen, Lesegrenzchen von Verwandten und guten Bekannten. Und lauter Freunden, wenn ich so in die Runde schaue. Ihr wisst, dass ich in meiner Freizeit so ein Pensionist an die Hand, natürlich. Einiges schreibe, wobei ich Mitglied der Weidhofener Schlaraffia bin und da ist man als Texter und Dichter relativ gefordert. Ja, okay. Wir leben für uns selbst und den Verein kurz zu erklären, für uns selbst. Wir dann keine Spenden irgendwo heischen oder verkaufen kein Tee zu Weihnachten oder so. Entschuldigen, ihr lieben Leute, ich will nicht lange stören. Ich möchte euch nur einmal offenlieb zu unserer Stadt erklären. Seit ich mich erinnern kann, habe ich Weidhofen gern. Ich werde bestimmt mein Leben lang seinen Pulsschlag in mir hören. Wo sich der schmale Rettenbach durch grüne Wiesen drängt und wo einmal ein Haselstaden ins enge Wegerl hängt und der Wald vom Schnabelberg zum Fenster einerwächst und wo man über einen Obstler brennt, den du recht gut vertragst. Und Wasserradeln, Stegli, Brot und Zukunft geben haben, wo sich die Yps nicht immer brav und die Fösen reingraben. Dort haben sie eine Stadt gebaut. Damals, 1000 Jahre her. Was wirklich war in dieser Zeit, das weiß heute keiner mehr. Es war ein gesegnetes, gutes, warmes Platzerl. Das hat sich in die 1000 Jahre rausgestellt. Von dem, was außerhalb in Österreich passiert ist, ist nicht viel eingedrungen in die kleine Welt. Ein paar Mal sind die Türken hergekommen. Und auch die Franzosen waren zum Plündern da. Wird Nazi weg geworden, waren die meisten. Und wie die Russen gegangen sind, waren alle froh. Beschaulich, ruhig ist das Leben weitergelaufen. Das Handwerk blüht und hat eine Bauernlacht. Von rundherum gibt's Geld und Segen und Kaufleute tragen stolz die Bürgertracht. Die Politik war größtenteils vernünftig. Eine heile Welt ist ja zum Weitergeben. Ein sauberes Land, eine gute Luft für die Lungen und alles, was du sonst noch brauchst fürs gesunde Leben. Wenn's so wie dein Lebtag da daheim bist, dann tust du mit die Leute in Teutau gar nicht schwer. Weißt von den meisten irgendwelche Geschichten, wo viele Leute sind, ja, der Mensch hat es eben auch. Meine Heimat habe ich dort, wo ich mich wohlfühle, wo meine Familie ist und meine Freunde. Dort, wo am manchmal zwischen dunklen Wolken die Sonne einer blinzelt und gleich wieder scheint. Und auch der Sonderberg gehört für mich zur Heimat. Den brauche ich dringend wie ein Stück Brot. Er schaut ins Land, ins Siebstal, doch am meisten schaut er in Zöllmühr und auf unsere schöne Stadt. Weidhofen ist ein Ort zum Gern haben. Da ist mir sogar so alt werden, einmal. Und sagt der Herrgott einmal, aus ist, dann bitte, Gorsche, kloppt's mir auch an diesen Platz. Okay. Danke. Meine Ahnengalerie. Sprichst du im Land Geschichte an, denkst du vielleicht für dich spontan an Babenberger, Kuhnringer, an Klöster, Stifte, Glaubensbringer, an Leopold, den Schutzpatron, an Doppeladler, Habsburgs Thron, an Macht, an Ruhm und Herrlichkeit und alles, was uns Glanz verleiht. Wer denkt da an die vielen Kleinen, ans niedere Volk, an die Gemeinen, an Tagelöhner, Mägde, Knechte,
an Söldner, Sünder und Gerechte, an Händler, Krämer, Bauersleut und alle, die im Meer der Zeit versunken, namenlos in Schaden und doch bis heute wichtig waren. In jedem Viertel hier im Lande knüpft im Erzählen man noch Bande an längst gewesene ferne Tage. So manches Lied, so manche Sage lässt Sehnsucht nach Vergangenem klingen und eine Seelenseite schwingen. Als Sohn der Eisenregion, wo ich mit stolzem Herzen wohne, mache ich gedanklich eine Reise. Taucht doch mit mir auf diese Weise, ihr Landesbrüder, Landesschwestern, ein bisschen in die Welt von gestern. Den vielen Hämmern, den vielen Händen, die sich regten, den Hämmern, die die Landschaft prägten, den Essen, wo die Kohlen glühten, den Hausburschen, die sich mühten, dem Stein das Eisen zu entreißen, gilt's Referenten zu erweisen, um aus dem Dunkel der Geschichte hervorzuholen, sie ans Licht. Bestimmt wird sich so mancher wehren, wird man sein Leben hier verkehren und mit Romantik es verbrämen. Er täte, um uns zu beschämen, wenn wir zu großen Worten neigen und seinen krummen Rücken zeigen, die Krätze und die vielen Schrunken, den Kohlenstaub in frischen Wunden, den Kittel, der schon arg zerschlissen, das Stroh im Lager und im Kissen, die Kinderschar, die Hunger geschluckt und seine Karte, die sich duckt am Waldesrand beim kleinen Hang, genau wie er, jahrzehntelang. Wenn still du bist, hörst du sie knarren, die schwer bepackten Ochsenkarren, die schaukeln ihre erzenen Frachten zu hohen Öfen talwärts brachten, wo man geschickt mit Schweiß und Stolz das Eisen aus den Steinen schmolz, dass man dann auf der Eisenstraße noch roh geformt in reichem Maße zu Hammerwerk und Schmiede fuhr, wo es mit Eifer und Bravour und Hammerschlägen wohl gezielt den letzten rechten Schliff erhielt. Es klang der Hämmer, heller Ton, bald durch die ganze Region, die mittendrin in Österreichs Kern vom Lehr bis zum Hammersherrn verwurzelt war bis dichter Preisen in 10 Ringen um das Eisen. Verwurzelt ist das rechte Wort. Die Wurzeln, die sich eben dort in harzem, kargen Boden krallten, bestimmen heute noch das Verhalten der Menschen, die in diesen Landen ihr Brot und ihre Heimat fanden. Es ist ein starker Menschenschlag. Ein Schlag, der auch noch heutzutage mit offenem Blick durchs Leben geht, der fest zu seiner Meinung steht, der frei und froh sein Haupt erhebt, nicht irgendwo in gestern lebt, und der vielleicht trifft das den Ton, die Eisenwurzeltradition, die in seinen Adern lebt, auch an die Zukunft weitergibt. Ich bin drauf stolz, gehört dazu. Mein lieber Hörer, hast auch du im weiten Land ein weiches Nest, wo es sich stolz und froh sein lässt und das dich warm hält, wenn du frierst, weil du die Kraft der Ahnen spürst? Danke. Das Viertel, wo die strahlend weißen Blütenbäume im Frühjahr leuchten wie der letzte Schnee, wo die Narzissen blühen
und lila Herbstzeitlosen auf bunten Kräuterwiesen in der Höhe, wo brave Bauersleute an Steinen hängen, Sensen schwingen und wo der Schmied den Hammer kraftvoll streckt. Wo Bürger durch geschicktes Handeln Wohlstand bringen und wo das Herr der Mensch sein Herz nicht auf der Zunge trägt. In diesem Landstrich, und dieser Landstrich teilt wie eine Lebenssaga ein grünes Band mit majestätischen Gehaben. Ein Fluss hat sich im Lauf der Jahrmillionen ein tiefes Tal ins harte, kalte Gestein gegraben. Man gab dem Tal seit fernen Ahnentagen den Namen Ibstal, von uns allen heiß geliebt. Ein Name, den wir stolz und freudig tief im Herz tragen, weil er uns Sicherheit und ein Zuhause gibt. Solange ich mich erinnern kann, begleitet mich das grüne Band. Der Fluss, die Ibs, war einfach da, pulsierend wie ein Herz für diesen Teil von unserem Land. An deinem Ufer bin ich gern gesessen als kleiner Bub und hab geträumt, hab auf mein junges Leben fast vergessen, hab Sonntag manches Mal den Gottesdienst versäumt und wenn die anderen beim Fußballspiel waren, war im Gedanken ich und ganz allein mit kühnen Schwung quer über deine grünen Fluten mit dünnen Armen meinen ersten Kieselstein. In deinen kalten, grünen Wassern, da tummeln sich Forellen Sonderzahl und spiegelt sich an einem Sommermorgen im klaren Bett der erste Sonnenstrahl, dann glänzt aus deinem nassen Leibe ein grüner, blauer, gelber, roter Schein und staunend greifen nicht nur Kinder nach einem bunten, schön gefärbten Stein. Doch du als Fluss bist nicht nur bös zu schauen, nur nicht nur schön zu schauen. Du kannst auch bös und manchmal garstig sein. Wenn Wasser aus den dunklen Bergen strömt, sind wir oft hilflos und du wirst gemein. Dann türmst du dich zu braunen Fluten, dann trägst du Bäume, Wurzeln und Geäst. Wir beten still zu unserem Herrgott, dass er dich wieder sanft und lieblich werden lässt. Ja, tausendlang hast du uns schon begleitet, die Menschen hier in diesem Tal der Welt. Hast für sie Arbeit, Brot und Lebensraum bedeutet, warst für sie Lob, Gefährte oder Held. Warst Transporteur für Holz und Erze und spendest Wärme, Strom und Energie. Hast Kinder kommen sehen und gehen, warst Wahnsinn manchmal, aber auch Genie. Du zeigtest Lieben gut, das Sehnen, das Begreifen. Du lerntest Hoffen, Bangen, aber auch das Leiden. Das Band, das unsere Seele mit dem Fluss verbindet, kann keiner in uns Ibstalern zerschneiden. Und höre ich ab und zu tief in Gedanken, wo ich auch bin, die silberweißen Weiden rauschen, dann sitze ich träumend, so wie einst an deinem Ufer und möchte mit keinem Mensch der Erde tauschen. Danke. Das Fräulein Helene macht ihm eine Szene, weil er für Stunden auf der Party verschwunden. Die Lippenstiftreste am Hemd nach dem Feste sprachen für sich fürchterlich. Obstruse Gedanken, was mit der schlanken, der koketten Blondine mit der ganz scharfen Biene? War es die Grelle, die gepuderte Helle, die dunkle, die schrille, die leise, die stille? Ihr Selbstbildnis wankte, ihr Ego ist schwankte. Sie war doch bisher sein einzig Begehr. Sie musste sich wehren. Der Mann muss ihn ehren. Er war doch ihr Eigen, was soll da ein Schweigen? Helene war bös, ihr Herzschlag nervös. Sein Verfehlen so schwer, eine Strafe musste her. Erst Haltung und Ruhe, dann Kauf neuer Schuhe. Und Kreditkarten kühn, sie hat ihm verziehen. So, wir sollen ja mal irgendwo Ausschreibung über den Wein, also über ein Weinergedicht
schreiben, das habe ich da ein kurz vor. Der Himmel auf Erden. Den Weltlichen, der Geistlichkeit, dem Schach, dem Scheich, dem armen Schlucker, der Frau im feschen Dirndlkleid, dem Narren, dem Sternengucker, dem Doktor und dem Herrn Student, dem Kenner und dem Blender, dem Träumer, aber auch dem Gent, dem Schnuller und dem Spender, dem blonden Mädel und dem Bub, dem Lehrer und dem Lümmel. Für alle war die Wirtshausstube auf Erden schon der Himmel. Ob Gasthof, Keller, Buschenschank, egal wo man sich findet, auf Hocker oder Hauersbank, die Lebenslust verbindet. Denn jeder hier in Österreich steckt dann und wann sein Nadel erwartungsvoll und gern zugleich ins wohlgefüllte Glas. Oft duftet's herb, dann grüßt es süß, aus Krügen und aus Becher. Geht's goldgelb wie im Paradies, und mancher stille Zecher kann beim Genuss, beim Seligsein, den Trunk mit Freuden heben. Er dankt dem Winzer für den Wein, dem Herrgott für das Leben. Bevor ich dann zu den alten Utterl-Versen komme, noch ein Gedicht aus dem Leben gegriffen war. Wenn deine Frau ihren Rappi hat, gibt's mittags nur einen kleinen Salat, dann vielleicht eine Eierspeis, kein Mehl oder kein Reis, kein Fleischerl nicht und keine Nudeln und zum Kaffee kein Topfenstrudel. Und auch zum Nachtmahl gibt's zur Not ein Stück Butter mit einem Brot und einen verdienten Paradeiser. Dann wirst du still und halb leiser und denkst, das ist allerhand und wartest, bis sich deine Frau entspannt. Wenn deine Frau ihren Rappi hat, dann geht sie morgen in der Stadt und schaut, was in der Mode halt so alles passt und was ihr folgt. Mit neuen Taschen, neuen Schuhen, machst bei der Freundin einen Besuch und bei einem kleinen Glas Likör fallen sie bei uns die Männer her. Und lassen es dann, ist eh ganz klar, uns erkannt von uns ein gutes Humor. Wenn deine Frau ihren Rappi hat, dann schwingt sie das Putztuch ohne Gnade. Und bringt wie eine Rächerin die allerkleinste Spinnerin, die heimlich webt in einer Ecke mit Mopp und Besen gleich zu strecken und deckt mit einem Hochgenuss zu ihrer Freude, zu deinem Verdruss. Dir, lieber Freund, beim Zeitungslesen, fast aus dem Zimmer mit ihrem Besen. Wenn deine Frau ihren Rappi hat, dann sitzt sie auf die Nacht noch ziemlich spät im langen Nachthemd mit die Quastel recht gemütlich vor ihrem Fernsehkastel. Na, da kennt sie wirklich nichts. Halt in der Hand eine Sackel Chips. Das tut sie ganz langsam anliegen und ist fast nicht ins Bett zum Kriegen. Wenn deine Frau ihren Rappi hat, dann greift sie in die tiefste Lot und lässt auf die Nacht beim Kerzen schön dir und der Sehnsucht ganz allein. Und wenn du sagst, die Schatzi, komm, dann dreht er sich noch einmal um und sagt, der Kalt, geh los, wie geht mir, tut heute Nacht der Kopf so weh. Und dir macht die Gesundheit Sorgen. Du wartest voll Zuversicht auf morgen. Doch manchen Mann ist schon passiert, dass er die Kontenance verliert und wütend und gebeterisch mit dem Fasterl hat, am Küchentisch sich anzieht und ins Wirtshaus fliegt, weil er der Mann sein Rappi kriegt. Der vierte Lehrer sagt auch danke. Nein, danke sehr wirklich für deine Teilnahme an diesem Literaturfestival. Ja, ich habe festgestellt, ich bin nicht ganz fantastisch. Ja, aber das ist gut so. Wir brauchen immer die Erfahrung und wir brauchen auch die ungestüme Jugend.